Hey Leute und herzlich willkommen zur 15. Folge der Bayer Leverkusen Karriere auf dem Kanal Benz Gaming TV. Heute heißt es wieder Fußball Bundesliga, denn wir spielen am 9., nee, Entschuldigung, am 10. Spieltag im Kracherduell auswärts in der PreZero Arena gegen die TSG Hoffenheim, die aktuell einen Platz vor uns sind, denn die haben in 9 Spielen 22 Punkte geholt, sind damit auf Platz 3. Wir nach 9 Spielen mit 19 Punkten, also 3 Punkte weniger als die TSG Hoffenheim. Das heißt natürlich, ja, wird ein richtig spannendes, enges Spiel wahrscheinlich. Und ja, sollten wir gewinnen, können wir tatsächlich wieder auf Platz 3 landen und damit die TSG überholen aufgrund der Tordifferenz. Also Leute, kämpfen und siegen. Wir gehen so auf zur heutigen Aufstellung von der TSG Hoffenheim. Und hier haben wir sie, die heutige Mannschaftsaufstellung der TSG 1899 Hoffenheim, die in einem 5-3-2 halten spielen. In der Doppelspitze mit Weghorst und Berisha. Berisha auch ein heißer, wirklich sehr heißer Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft. Ist er ein Deutscher? Ich werde mich mal darüber informieren, wie viele Tore er schon geschossen hat, in was für einer Form er sich befindet. Und die Nominierung steht ja schon demnächst an. Und ich denke mal, ja, dass er eventuell mit dabei sein wird. Dann auf der 8 Grischa Prömel zusammen mit Anton Stach. Auch die beiden, zwei Deutsche, ebenfalls Kandidaten für die Nationalmannschaft. Dann auf der 6 Geiger, linker Außenverteidiger John, rechter Außenverteidiger Kadi Rabeck, Innenverteidigung Adams, Brooks und Vogt und im Tor Kapitän Baumann, ebenfalls Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft. Auf der Bank dann Kramaric, Bebu, Otschan, Kabak, Skov, Samaseku, Bülter und Philipp, nicht vorhanden aufgrund einer Rotsperre Attila Schorley. Und ja, vielleicht ein bisschen Glück für uns, denn ich weiß, der ist ein sehr, sehr starker Verteidiger. Die TSG spielt im Taktikkonzept Standard. Wer mehr dazu wissen möchte, gern kurz stoppen. Eine Sache kann ich sagen, wir brauchen heute wieder unsere Zauberkräfte. Die heißt Flanke, Kopfball, Tor. Denn gegen eine Fünferkette ist es wirklich sehr schwer durchzukommen. Und da braucht man einfach die kopfballstarken Spieler, aber auch die guten Flanken auf die Spieler. Guten Tag. Warum halten Sie an Schick als Startspieler fest, obwohl in den letzten Spielen kein Aufwärtstrend zu erkennen ist? Ich habe mal wieder, ich weiß nicht woher die Gerüchte immer genommen werden, ich habe nicht einmal erwähnt, dass er in der Startelf stecken wird. Er steckt halt in der Krise. Und da sind die anderen Stürmer halt vor ihm. Nach guten Saisonleistungen sieht alles danach aus, als könnten sie in dieser Saison den Sprung in die UEFA Champions League schaffen. Ist die Mannschaft gut genug, um weiter solche Leistungen zu zeigen? Da ist die Mannschaft gefragt. Die Mannschaft hat das Zeug, die haben das Potenzial, die brauchen sich nur anstrengen, müssen guten Fußball spielen, gutes Training absolvieren und dann schaffen wir es. Bislang konnten sie noch niemand besiegen. Hoffen sie, dass diese niederlagenlose Serie weitergeht. So genau stimmt es nun auch wieder nicht. Wir haben zwei Niederlagen, muss man auch sagen, die waren gegen echte Top-Gegner. Aber ja, Zahlenspielchen interessieren mich ohnehin nicht. Ansonsten bedanke ich mich und bitte keine weiteren Fragen. Hier sieht man nochmal die Statistik von Mergin Berisha. Der hat in 9 Spielen 4 Tore und eine Vorlage erzielt, ist eigentlich, finde ich, ganz in Ordnung. Wie gesagt, heißer Kandidat für die kommende Nominierung. Auch Anton Stach, schaut euch den mal an, in 9 Spielen als zentraler Mittelfeldspieler. 3 Tore, 3 Vorlagen. Kommen wir zur heutigen Mannschaftsaufstellung von Bayer Leverkusen. Wir haben 4-1-2-1-2 in der Doppelspitze mit Holocek und Boniface. Ist zum Glück wieder aus seiner Verletzung zurück. Auf der 10 dann Florian Wirtz, Doppel-8 mit Palacios und Granit Xhaka.
Defensiver Sechser Robert Andrich, linke Außenverteidigerposition Grimaldo, rechte Außenverteidigerposition Frimpong, Innenverteidigung Kosunu Tabsoba, im Tor dann Kapitän Radetzky, auf der Bank Adli, Schick, Hofmann, Amiri, Tah, Stanisic, Hincapié und hier die Spieler, die nicht berücksichtigt sind. Entschuldigung, habe aus Versehen Fehler gemacht. Rose Mensah kommt natürlich mit statt Josip Stanisic. Genau. Ich bin der Meinung, das ist die aktuell stärkste ist. Ich war ein bisschen am Überlegen auf der 10, ob ich dann Hofmann oder Wirtz einsetze. Ich habe mich jetzt im Endeffekt aufgrund des letzten Spiels für Florian Wirtz entschieden. Genau. Und damit nochmal recht herzlich willkommen live aus der PreZero Arena beim Spiel TSG Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen. Wir mit dem Anstoß in unseren heute mal weißen Auswärtstrikots von rechts nach links. Die TSG mit ihren blauen Heimtrikots von links nach rechts. Was ich mal nochmal kurz ansprechen muss, ist die wunderschöne Choreo von Hoffenheim, die da eingeblendet wurde beim Intro. Hat mir irgendwie sehr gefallen. Wurde sich viel Mühe gegeben. Kosunu. Können wir heute vielleicht wieder ein besseres Spiel abliefern als zuletzt im DFB-Pokal, wo wir bis zum Elfmeterschießen, bis zum Schluss zittern mussten? Frimpong. Vorbei. Frimpong, immer noch Frimpong. Jeremy Frimpong. Hätte ein Stürmer einlaufen müssen. Palacios. Grimaldo, Grimaldo, immer noch Grimaldo. Schade, Ballverlust. Hier sieht man nochmal die enge Tabelle aktuell der Fußball-Bundesliga. Wir 4 Punkte, nee, 6 Punkte, Entschuldigung, weniger als der Rekordmeister Bayern München, die auf Platz 1 aktuell sind. Oh, was eine Annahme von Boniface. Man merkt ihn. Bis jetzt seine kurze Verletzung ein wenig an, finde ich. Er ist noch nicht so richtig drin im Spiel. Muss sich erstmal wieder dran gewöhnen. Hat vielleicht auch noch ein bisschen Probleme. Sollte es zu übertrieben werden im Laufe des Spiels, muss ich ihn natürlich rauswechseln zur Sicherheit. Oh, Einwurf. War wohl im Aus. Palacios. Hat auch ein gutes Dribbling, finde ich. Immer noch Palacios. Florian Wirtz. Kein Eckball, schade. Hätte ich mitgenommen. Ja, ihr merkt es, die Fünferkette steht sehr gut bei Hoffenheim. Schwer da mal durchzukommen. Man muss auch mal das eine oder andere Mal aus der zweiten Reihe abschießen. Ja, stark. Nochmal wieder gut. Hier seht ihr es, die ganze Mannschaft von Hoffenheim steht hinten drin. Jetzt mal guter Ball. Boniface. Boniface. Abstoß. Oh, jetzt Hoffenheim. Frimpong sah nicht gut aus. Finde ich aktuell auch nicht besonders in Form. Kann auch mehr. Oh. Oh. Nein.
Oh nein! Und wieder abgeblockt ist das eine Abwehr von uns. Eckball. Oh, Glück gehabt, aber auch sehr stark von uns verteidigt. Jetzt erstmal Ruhe reinbringen. Oder vielleicht auch das Spiel schnell machen. Fällt mir gerade ein, denn ja, vielleicht ist die Abwehr gerade nicht so gut hinten. Boniface. Macht jetzt mal einen Sprint. Macht jetzt mal einen Sprint. Boniface. Auf Florian Wirtz. Florian Wirtz. Eckball. Kurz vor der Halbzeit. Grimaldo. Der kann ecken. Der kann ecken. War nicht schlecht. Boniface. Jetzt vielleicht Grimaldo. Eckball. Kommt wieder nicht schlecht. Erstmal weggeköpft und Halbzeit. 0-0. Schweres Spiel. Aber wir strengen uns an. Das finde ich gut. Florian Wirtz aktuell der wohl auffälligste im Spiel. Ohne Wechsel geht es einer in die zweite Hälfte. Hoffenheim jetzt mit Anstoß von rechts nach links. Wir von links nach rechts. Ah, jetzt Hoffenheim. Weggeköpft erstmal. Jetzt können wir vielleicht mal das Spiel schnell machen. Jetzt wäre da vielleicht auch mal Platz. Holocek. Jetzt muss Boniface einlaufen. Ah, Boniface ist noch wirklich immer noch nicht ganz zurück. Das finde ich sehr schade. Macht kein gutes Spiel, wie ich finde. Aber ich glaube trotzdem weiter an ihn. Ja, da fehlt wieder die Besetzung im Strafraum. Was ist denn hier los? Genau das, was wir hier in diesem Spiel besonders machen müssen. Jetzt, Hineingabe. Grimaldo. Holocek. Oh, starke Drehung von Holocek. Jetzt auf Boniface. Vorbeigerutscht. Nein. Oh, den hätte vielleicht Boniface im anderen Spiel reingemacht. Aber heute ist es halt nicht sein Spiel. Robert Andrich mal wieder mit dem klasse Ball. Ich finde den Typ so cool. Oh. Palacios vorbei. Palacios nochmal reingebracht. Situation noch heiß, Florian Wirtz. Nicht mehr viel Zeit, immer noch 0-0. Ja, aber ist natürlich hier kein guter, kein schöner Fußball, den hier die TSG spielt. Jetzt weiß ich auch, warum die so wenig Gegentore haben. Wenn man nur hinten drin steht. Auch ziemlich wenig Tore selber geschossen. Oh, stark behauptet von. Ey, Schiri, nein! Das gibt's doch nicht! Niemals! Wir werden ebenfalls wechseln. Bei uns geht einmal Palacios, Costa, nur Boniface von Pong. Dafür kommt Foso, Mensah, Adli, Hofmann und Tah. Jetzt guter Ball auf Holocek. Schade, kommt nicht an. Auch das mal versuchen im Spiel. Oh, starke Eroberung. Jetzt Holocek. Schade. Aber der ackert sich hier wieder ein ab vom Feinsten. Jetzt der Ball. Auf. Und jetzt. Ah, ja, Torwartfehler. Holocek.
Ja, Mann! Flanke Grimaldo! Torwartfehler! Dann braucht ihn Holocek nur noch reinschießen. Der Torhüter springt am Ball vorbei. Ist extra rausgekommen, Oliver Baumann, ja. Deutscher Keeper. War eigentlich sich sicher, dass er den Ball abfangen kann. Kommt deshalb raus. Ball fliegt trotzdem dann knapp über ihn. Rutscht da irgendwie vorbei mit den Händen. Und dann Holocek mit seinem vierten Saisontreffer. Ja, verdient finde ich. Komplett verdient auch, dass Hoffenheim hier so einen Fehler macht. Aber danke, dass ihr uns verdientermaßen das Tor hier geschenkt habt. Oh. Jetzt Ali, schade. Jetzt sollten wir vielleicht doch ein bisschen mehr in die Defensive gehen. Jonathan Tah, wichtig. Eine Minute Nachspielzeit. Abpfiff. 0-1. Knapper Sieg. Guter Sieg. Gutes Spiel. Verdientes Spiel. Man of the Match wurde einfach unser Verteidiger Edmund Tapsoba. Hier die anderen Bundesliga-Ergebnisse. Warum hat Schick keine weitere Chance in der Startelf bekommen? Ja, das Team ist der Star. Und sind die anderen besser, dann spielen auch die anderen halt. Bayer 04 Leverkusen ist bislang in der 6 ohne Niederlage. Gehen Sie davon aus, dass das so weitergehen wird? Ja. Wir sind aus guten Gründen unbesiegt. Sie konnten durch das entscheidende Tor im zweiten Durchgang einen knappen Sieg einfahren. Was war aus Ihrer Sicht heute ausschlaggebend? Wir waren das bessere Team. Hoffenheim stand nur hinten drin. Kaum Chancen. Ja. Komplett verdient. Danke Ihnen. Ansonsten bedanke ich mich. Bitte keine weiteren Fragen. Und so sieht dann die Bundesliga-Tabelle aus nach dem 10. Spieltag. Wir haben es geschafft, durch das Spiel gegen Hoffenheim an Hoffenheim vorbeizukommen. Sind zwar punktgleich, aber haben eine bessere Tordifferenz. Ja. Also von mir aus könnte die Saison jetzt zu Ende sein. Platz 3 nehme ich komplett mit. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Finde ich super. Als nächstes heißt es dann wieder UEFA Europa League. Da spielen wir dann im Rückspiel gegen Molde FK. Auch das wieder das mit wichtigste Spiel der Gruppenphase, wie auch zuletzt in der Hinrunde gegen Molde. Molde könnte mit einem Sieg wieder an uns vorbeikommen. Sollten wir gewinnen, ja, dann sieht das Ganze schon eindeutiger aus. Ich würde dann sagen, lasst doch gern ein Abo und Like da für Unterstützung, für mehr Videos, würde mich wirklich sehr freuen und motivieren natürlich. Und wenn ihr noch mehr Bock auf Karriere habt, schaut doch gern auch mal bei meiner Real Madrid Karriere vorbei oder auch bei meiner deutschen Nationalmannschaftskarriere. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ciao, bis zum nächsten Mal.